Heute geht es um Ashura, Secret Commander und auch Rambo. Ursprünglich heißt das Spiel in Japan Ashura. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber für Nordamerika wurde das Spiel mit der Rambo-Lizenz abgeklatscht. Da es die Lizenz in Europa und Australien nicht vorhanden war, wurde es da unter dem Namen Secret Command veröffentlicht. Doch wo sind jetzt hier so die Unterschiede? Alle drei Versionen könnt ihr zu zweit spielen. In Ashura spielt ihr zwei Mönche, die sich den Weg durchkämpfen. Gegner mit Flammenwerfer können hier nur mit einem Pfeil erledigt werden und nicht mit einem regulären Schuss. Auch wurden Bilder im Spiel ausgetauscht. Bei Ashura hat man Bilder von Fernost und bei Rambo, naja, Bilder von Rambo. Die europäische Version ist ein Mischmasch. Durch die fehlende Rambo-Lizenz haben sie die Namen von der japanischen Version genommen. Aber die Charaktere sehen aus wie bei Rambo. Secret Command hat auf jeden Fall das hässlichste Boxart. Allgemein konnte sich das Master System nicht immer mit den schönsten Cover schmücken. Ich behandle hier die US-Fassung, da ich es als Rambo-Spiel kennengelernt habe und es für mich immer Rambo bleiben wird. Rambo First Blood Part 2 ist ein absoluter Actionkracher. Top-Down-Ansicht und jede Menge Kugeln. Natürlich geht es hier auch nicht um das Führen von Diskussionen, sondern man erwidert die Schüsse genauso, wie sie einem entgegenkommen. Rambo hat seinen Standardschuss, den ihr ein bisschen aufwerten könnt. Dass die Schüsse zum Beispiel weitergehen oder auch ein bisschen stärker sind und somit durch einen Gegner durchgehen können, damit sie auch den nächsten Gegner noch erreichen. Oben links seht ihr eine Anzeige mit Pfeil. Das sind eure Pfeilbomben, die ihr braucht, um die Häuser zu zerstören, in denen sich die Geiseln aufhalten. Natürlich könnt ihr sie auch gegen Gegner benutzen, aber man sollte versuchen, ein bisschen Haus zu halten. Geiseln lassen nämlich nach der Befreiung auch gerne Power-Ups liegen. Neben dem Pfeilen könnte es auch eine Smart-Bomb sein, die alle Gegner auf dem Bildschirm eliminiert. Da es doch eine Handvoll Gegnertypen gibt, muss man sich doch einige Angriffsmuster einprägen, um durchzukommen. Es sind nämlich nicht nur Gegner, die auf euch zulaufen. Liegende Scharfschützen, Panzer und diese nervigen Mörser. Obwohl es ja ursprünglich kein Rambo-Spiel ist, kommt bei mir doch ganz gutes Rambo-Feeling auf. Und da man doch die meiste Zeit im Spiel im Dschungel oder in Sümpfen verbringt, passt das ganz gut zur Rambo-Lizenz. Die letzten zwei Level sind weg von der Natur. Hier wird sich munter durch eine Stadt geschossen. Polizisten, Indiana Jones und Walker Texas Ranger, alle müssen sie daran glauben. Was aber optisch eine willkommene Abwechslung dann ist. Das letzte Level wirkt, als würde man eine Festung angreifen. Es fängt im Wasser an, nebenbei bemerkt liebe ich dieses halb im Wasser sein, auch schon in den ersten Level, wenn man zur Hälfte im Sumpf ist. Hier strömt gleich eine Spezialeinheit auf euch zu, mit Granatenwerfer, Flammenwerfer und Panzer. Der Endgegner ist ein großes Gesicht, keine Ahnung wer das sein soll. Hat wahrscheinlich in der japanischen Fassung mehr Bedeutung, die bestimmt im Handbuch erläutert wird. Hier fühlt es sich einfach an, als würde ich ein versteinertes Hulk Hogan Gesicht anschießen. Wobei das wenigstens eine Art Endgegner ist. Die restlichen Bossgegner im Spiel sind mehr eine Art Tür. Obwohl das Spiel in unter einer halben Stunde machbar ist, nehmt es definitiv nicht auf die leichte Schulter, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Bringt viel Geduld und Ruhe mit. Die Gegnertypen kennenlernen, damit, wenn sie den Bildschirm betreten, ihr sofort einschätzen könnt, was jetzt auf euch zukommt. Für mich ein tolles Lizenzspiel, das ganz gut aufgeht, indem man einfach nur ein anderes Spiel nimmt und die Rambo-Lizenz draufklatscht. Mit hier und da ein paar kleinen Änderungen. Für jeden Retro-Fan, der auch mit den Actionhelden der 80er aufgewachsen ist, definitiv ein Blick wert, solange ihr eben die US-Fassung spielt. Aber da die europäische Fassung eben die Sprites von Rambo benutzt, könnt ihr eigentlich auch die spielen, wenn für euch jetzt nicht zwingend Rambo im Titel stehen muss. Also seid ihr bereit für ein recht knackiges Spiel, kann ich euch nur einen Ratschlag geben. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden.